Hallöchen, willkommen zum 104. Part von Grand Theft Auto 4, The Ballad of Gay Tony. Oh ja, ich bin mir ziemlich sicher, habe ich das Gefühl, wir haben nicht mehr lange vor uns. Deswegen habe ich außerhalb der Aufnahme einiges gemacht. Ich habe, und das war wirklich irgendwann einfach nur mundane Shit, muss ich ehrlich sagen, die 24 Drogenkriege jetzt gemacht. Das ist nur ein Drogenkrieg übrig, aber das war wenigstens ganz okay. Ich habe alles bis auf einen Basejump gemacht. Wir machen aber jetzt erstmal die eine Mission für Rocco. Gegen unseren Gesteins-Arena-Leiter. Machen wir mal die Mission. Und genau. Dann. Doch, ja. Ach ja, wir müssen in den Park hier rein, ja, verstehe. Und ja, deswegen, wir fahren hier in den Park rein, treffen uns mit ihm, schauen, was er zu sagen hat. Weil wir hatten in letzter Zeit ja viel Nebenstuff. Dann machen wir in dem Part die letzten Basejump und Drogenkrieg, um da unsere Achievements zu bekommen. Und dann. Ja. Okay, chill. Ah, hier haben wir doch Luca und die Gang abgeknallt bei den Toiletten. Ja, können wir noch erinnern. Yes. Aber ja, legen wir einfach mal los. Party's over. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? Very funny. You know, Mr. Ancelotti's still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that Gracie and chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body, all right? Tony Prince. So basically, it's you or Tony. One of you has to die. Me and Vince would prefer to work with you and the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony. You get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser, hanging out with children, living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch. Fucking spick. Okay. Ja, siehst du, hab ich doch erwartet. Ja, hast du schon gesagt, wir müssen reden, ne? Wird ernst. Schnell zum Mason Net. Ja, ich kann es sogar verstehen, dass halt Mr. Ancelotti ein bisschen angepisst ist nach allem, was passiert ist. Mit den Diamanten ist alles schiefgegangen, das mit seiner Tochter. Aber. Die Ancelottis, waren das nicht die Gegner der Pegorinos? Oh Gott, okay. Ja, Nuts, ich mag Nüsse, Nüsse sind richtig cool. Cashews, Peanuts, oder auf Deutsch Erdnüsse. Macadamia ist auch ganz nett. Mandeln mag ich sehr. Walnüsse bin ich nicht so ein großer Fan. Bin ich ganz ehrlich, die sind mir ein bisschen. Ich weiß nicht, die sind doch schon Walnüsse, sind doch ein bisschen bitter, oder? So, könnt gerne mal eure Lieblings-Nuts reinpacken. Aber was ich am meisten liebe, sind so richtig so. Entweder gebrannte Mandeln, sind super lecker, liebe ich richtig doll. Lustige, die Ironie ist, ich mag Mandeln, aber ich hasse Marzipan. Ich weiß, the irony is really great. Ja, und halt, hier so mit Honig überzogene, wie gesagt, mit Honig überzogene Erdnüsse oder Cashews. Richtig lecker. Ja. Finde ich ziemlich nice. Kompakter Wagen, ohne Alarm. Deswegen haben die Cops nichts gemerkt. Perfekt. Wäre es in irgendein teurer Wagen gewesen, hätte ich jetzt ein paar Cops an meinem Hals. Oder so. Aber oh Gott, mir fallen bestimmt gerade wichtige Nüsse nicht ein, sondern auch die ich mag.
Wichtigsten sind aber so Cashew, Mandeln, Erdnüsse, oder? Gibt es noch irgendwas? Ich habe noch bestimmt 1000 verschiedene Nüsse, die mir gerade echt nicht einfallen. Aber vom Namen her, ich liebe auch Kokosnuss, obwohl es natürlich selbstverständlich keine Nuss ist. Yo, L, what's happening? Stuff got weird with Tony, Desk. There's some really bad shit that might be about to happen in there. Okay, boss, I'll be in the security room if you need me. Okay. Dann müssen wir schnell Tony finden, bevor der Mann abgeknallt wird. Oder schlimmer. Ah, okay, schon zu spät. Oh! There he is. Thank God you got here, Luis. These fucking guys. I talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tom. Sure it is. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell him. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it, you know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Okay, wie dumm könnt ihr sein? Der knallt euch jetzt beide einfach ab. Sorry. I'm sorry, man. Hä, wie dumm kann man sein? Sorry, D. You was family, man. But it's either you or all of us. Oder knallt er ihn jetzt wirklich ab? Das wäre richtig bitter. We don't got time for this gay shit. Fucking pop him already. You fucking moron! Siehst du, wie dumm kann man sein? You fucking killed yourself just then. The Russians. Fucking everyone, they're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you, they're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou. He's a maid guy. Fuck him. Right, get out of here, Rocco. This is for the old man and that's it. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking mook. You sure don't come on. You should not shoot me with smart. I don't think so. All right, if we're gonna operate. We need some goodwill here. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? Nein, die Russen müssen wir jetzt auch halt abknallen, die Lakaien von Bulgarien. Ja, hier wahrscheinlich ein Doroko, die jetzt. Rocco, die jetzt gewarnt. Ja. Shit. Ja, sorry Tony, aber die müssen jetzt erstmal alle sterben und ich glaube. Ja, definitiv. Gut, dass wir die fucking MG haben, ey. Ja, ich glaube, unser Leben ist gerade ein bisschen wichtiger als das Paintwork, Tony. Und wo sind denn unsere Sicherheitsleute? Mason hat nein, noch mehr Leute. Ja, was macht denn Desi? Der hat gesagt, er ist ein Sicherheitsraum. Können wir bitte irgendwo eine. War da nicht hinten Heilung? Ja, da hinten war doch Heilung. Geht zum Hauptteil des Clubs, aber erstmal heilen. Sonst werden wir die Mission nicht überleben. Da hinten war es. Ah, siehst du? Danke. Die Cutscene hat mir geholfen. Ohne die Cutscene hätte ich das nicht gewusst.
So, überall, Digga. Erstmal, das ist ein Massaker hier. Das ist ein absolutes Massaker, was hier passiert ist. So, run. Desi, du... Sack. Soll wir den Bereich von Vulcanics Männern. Alter Tony. Pff, fucking Warzone hier. You want to fucking kill me. Tony, man, what the fuck? We got through it. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. Been nice knowing you. Don't be stupid, T. T, please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. Eieiei, was eine Mission. Ja, genau, ich gerade am Arsch, ey. Eieiei, caramba. Das wurde auch alles schön mit der Cutscene aufgeräumt, das Massaker, was wir hier veranstaltet haben. Da ist hier unser schöner Wagen, der wartet auf uns mit der eingeschlagenen Scheibe. Hier ist schön Base Jumping, dann machen wir mal den letzten jetzt. Ist Independence, gut, perfekt. Habe ich ein Thema? Nö, habe ich gar nicht. Steuere ich gerade einhändig wieder? Ja, mache ich. Wieso steuere ich einhändig? So, dann... Oh, 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 aus dem Weg, aus dem Weg. Zack. Zack. Letzter Base Jump. Mal schauen. Mach ein Base Jump für das fahrende Fahrzeug. Es gab ein paar, die ein bisschen schwieriger waren, aber die meisten habe ich immer so. Die 90% von denen habe ich im First Try geschafft. Es gab aber, glaube ich, zwei oder drei. Da habe ich so drei bis drei Tries gebraucht, durchschnittlich so. So, einer war auch ein bisschen asozial, weil das Fahrzeug sich irgendwie null bewegt hat und du weiter wegfliegst als das Fahrzeug halt, ne, da ist... Aber sonst meistens sind sie relativ einfach, wenn ihr auch hier seht, wenn ich, man kann hier genüsslich da ein bisschen steuern, das Fahrzeug ist auch echt langsam, das heißt, seht ihr, das ist relativ einfach. Zack, und das war's. Und sehr schön, Erfolg, alle Base Jumps abgeschlossen. Sehr schön. Das war's. So, und... Dann zu einem. Ja, machen wir es einfach. Ne, machen wir es nicht da. Machen wir es da zu dem Drug War. Das sollte auch relativ schnell gehen. Schmeißen dafür Leute aus dem Taxi raus. Raus hier. Nö. I really don't care, boys and girls. I really don't care. Ach ja, wenn irgendwelche Laute sind, genau unter mir wird, wie gesagt, die ganze Zeit gearbeitet oder so. Oder. Da war vorher irgendwie ein Geschäft drin, also ein Heizungsbetrieb, und der ist schon lange raus und deswegen ja, werden die gerade alle wird da gerade alles auseinandergenommen, damit das für irgendwas anderes benutzt wird. Aha, Bundestag stimmt für umstrittene Wahlreform. Das ist, oh, die verdammten Pisser. Ja. Trying to be what you ain't is killing you. You a killer, not a moron with a clipboard. So, 736 Abgeordnete sitzen im aktuellen Bundestag und seit Jahren stritt die Politik, dieses Parlament wieder kleiner bekommt. Nun wird der Vorschlag der Ampelkoalition angenommen. Die Opposition will dagegen vorgehen. Aha. Ja. Weil es ist ja bekannt, also diejenigen, die sich ein bisschen wenigstens minimal mit Politik beschäftigen,
sollten wissen, dass wir, wie gesagt, viel zu viele Abgeordnete im Bundestag haben. Der Bundestag ist komplett aufgebläht. Und eigentlich, laut unseren Gesetzen und Bestimmungen, sollten wir gar nicht so viele Abgeordnete haben. Das ist viel zu aufgebläht, der Bundestag. Hier, der Bundestag wird ausgedünft. Künftig sollten im Parlament maximal noch 630 Abgeordnete angehören dürfen. Das sind, wie gesagt, 100 weniger. Na, der arme Lambo. Von einem SUV gebumst. Das ist das Problem, wenn man einhändig fährt. Erreicht werden soll die Verkleinerung, indem auf das Übergang- und Ausgleichsmandat ganz verzichtet wird. Aha. Die entsprechende Reform ist heute nach der jetzigen Debatte mit Stimmen der Ampelkoalition verabschiedet worden. 400 Abgeordnete stimmen für die Reform, 261 dagegen, 23 enthielten sich. Vor allem die Union und die Linke lehnen die Reform strikt ab und kündigen Klage vor dem Bundesverfassungsgericht an. Das wird witzig. Die Reform soll ab der nächsten Wahl den Bundestag verkleinern. Zuletzt hat ein Übergangs- und Ausgleichsmandat das Parlament aufgebläht, statt der... Ja, die Jungs machen das, ne? Statt der vorgesehenen 598 Sitze gibt es aktuell 736. Die neue Regel soll am Ende bereiten. Direkt gewählte Kandidaten ziehen nur noch ein, wenn ihre Mandate auch durch das Zweitstimmenergebnis ihrer Partei gedeckt sind. Ja. Deswegen, also eigentlich sollte es nur 598 Sitze geben im Bundestag. Und seit Jahren wird das immer und immer mehr. Wie gesagt, jetzt sind wir schon bei 700 gerade. Das ist komplett bescheuert, wenn man drüber nachdenkt. Die MG ist wenigstens stark, aber sehr inakkurat. So, got this bitch. Ah, ist wieder ein Boot, verdammt. Deswegen mussten wir in den Hafen fahren. Macht Sinn. Genau, aber ist natürlich schwierig zu einzuschätzen, inwiefern ist die Demokratie positiv / negativ beeinflusst, wenn wir auf hunderte von Sitzen mehr bzw. weniger haben. Ja, dafür bin ich bin jetzt kein Politikwissenschaftler, der dann sagen kann, ja, das und das, das wäre zum Vorteil, das und das, das wäre zum Nachteil. Dafür kenne ich mich definitiv einfach zu wenig aus mit der Politik und auch mit inwiefern das den Bundestag dann maßgeblich beeinflusst. Aber ich würde zumindest sagen, wenn die Regel eigentlich diese Anzahl sagt von 598 und stattdessen 736 sind, dann sollte man sich an das Grundgesetz, ich weiß nicht, ob es im Grundgesetz steht, aber zumindest dann sollte man sich daran halten, so. Ja. Weil ich kann halt nicht sagen, dafür kenne ich mich nicht gut genug aus, um zu sagen, ja, man sollte dann irgendwie die Mindestanzahl der Sitze einfach erhöhen, oder man sollte es, wie gesagt, jetzt wie hier geplant anpassen. Also, das kann jetzt auch wieder einhändig fahren. Grundmandatsklausel entfällt. Künftig entfällt darüber hinaus auch die sogenannte Grundmandatsklausel. Nach ihr zogen Parteien bisher auch dann in Fraktionsstärke gemäß ihrem Zweitstimmergebnis im Bundestag ein, wenn sie unter 5% lagen, aber mindestens 3 Direktmandate gewannen. Oh, ach scheiße. Whee! Eieiei, ey, caramba. Stimmt. Das soll sogar abgeschafft werden. Krass, das würde kleine Parteien hart bumsen, wenn sie... Davon profitiert bei der Wahl 2021 die Linkspartei. Genau, die waren aktuell 5%, aber da sie mehr als 3 Direktmandate hatten, durfte sie mit dann 4, was weiß ich, in den Bundestag einziehen. Krass, wenn das weggeschnitten wird, dann werden kleine Parteien dadurch natürlich hart gebumst. Ich geh nur aufs Maul, ey. Ich fahre auch schon Vollgas. Luis, Bro, you always pull us through this shit. See you later, degenerates. Be easy. So, also ist das zweite Achievement geben. Yeah. TBOGT Schneekönigin. Du hast 25 Drogenkriege abgeschlossen.
Und jetzt ist es auf 50 erweitert, aber selbst nach 50 kann man auch immer wieder dann Drogenkriege machen. Deswegen, das ist nicht mehr in unserem Interessensbereich. Yusufs Super DD. What the hell? Ist nicht mal Yusuf, sondern Yusufs Super DD. Aha. Also, wir bestellen uns erstmal wieder Armando. So. Ja, die Opposition sieht in Änderungen eine grobe Ungerechtigkeit. Es kann nun zu einem vorkommen, dass in einem Wahlkreis eine Bewerberin oder ein Bewerber das Direktmandat gewinnt, aber trotzdem nicht in den Bundestag einzieht, weil seine Partei nicht genügend Zweitstimmen erhalten hat. Zum anderen kann die Partei der Gewinnerin oder des Gewinners, dies bei den Zweitstimmen unter 5% liegt, selbst dann nicht mehr mit ihren Listenkandidaten in den Bundestag einziehen, wenn sie mehr als 3 Direktmandate erhalten haben. Dies erzürnt vor allem Linke und die CDU. Letztere fürchtet massive Mandatsverluste, da ihre zahlreichen Direktmandate aus Bayern verfallen würden. Ah, aus Bayern. Die scheiß Pisse haben sich mit Bayern-Mandaten versorgt. Das ist doch frech. Das ist doch frech. Achso. Ja, Moment, aber die CDU kann ja jetzt nicht direkt gewählt werden in Bayern, oder? Da kannst du doch nur die CSU wählen, das ist doch der Deal. Dass die CSU nur in Bayern bleibt und die CDU nicht in Bayern ist. Achso, die CSU, doch, ich habe mich verlesen. Ja, das erzürnt vor allem Linke und CSU. Letztere fürchte massive Mandatsverluste, die Zeichen und Direktmandat aus Bayern verfallen würden. Ja, okay, ja, das ist die CSU. Genau, weil die CSU ja, wenn man das bundesweit sieht, natürlich, da sie nicht über Bayern gewählt, also die, ne? Ihr wisst, was ich meine. Die Bayern werden halt furious, weil das würde ihnen das wegnehmen. Weil die nur über Bayern gewählt werden dürfen, ist es bundesweit, kriegen sie ja niemals genug Prozente. Selbst wenn ganz Bayern sie wählen würde, würde es ja, also keine Ahnung, ob man dann 5% erreichen könnte oder nicht. Deswegen, ja. Aber das ist auch meiner Meinung nach dann okay so. Das hat die fucking Bayern, was wollen die? Habe ich jetzt kein Mitleid, weil Bayern über die Jahre, wo die Union regiert hat, immer eine extra Wurst bekommen hat. Immer die besonderen und die tollen waren. Ich meine, dass immer Minister aus Bayern kommen mussten und so. Das haben wir zum ersten Mal jetzt nicht so. Kein Minister aus Bayern. Fantastisch. Nicht die ganze Zeit immer irgendwelchen unfähigen Bayern, die das verdammte Verkehrsministerium überlassen. Nicht den Bescheuerten, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Bayern soll auch mal einstecken, ne? Hä? Wie habe ich denn Heilung bekommen? Einfach indem ich mit Armando geredet habe? Okay. Na, egal. Ja. SPD, Grüne und FDP argumentieren, dass die Verkleinerung aller Parteien gleichmäßig treffe. Die Reform sei damit fair und verfassungsgemäß. Union und Linke finden sich dagegen einseitig benachteiligt und haben bereits deutlich gemacht, dass sie das Bundesverfassungsgericht anrufen wollen. Hallo? Schädigung des Vertrauens in unsere Demokratie. CDU-Chef Friedrich Merz sprach von einer Beschädigung des Vertrauens. Bla bla bla. CSU-Landtagssprecher Alexander Drobisch sprach von dem Wahlrecht, das mit dem deutschen Föderalismus bricht. Die Grundmandatsklausel, welche die Koalition abschaffen wolle, sei Ausdruck der regionalen Besonderheiten unseres Landes. Dobrich kündigt an, Bayern werde in der Frage vor das Verfassungsgericht ziehen. Ja, heult leise, Bayern, wirklich. Ohne Spaß. Bayern hat immer über die Jahrzehnte immer eine Sonderwurst bekommen. Immer. Schrecklich, wirklich. Die Bayern sind so ungefähr immer die, das Vereinigte Königreich der, also wie das Vereinigte Königreich in der EU gewesen. Immer irgendwelche Sonderrechte, immer irgendwas und so. Das heißt, die einzige gute Lösung ist, Bayern muss raus. Das sage ich auch schon seit Jahren. Aber ja.
Wir werden uns in Karlsruhe sehen. Müll. Achso, nee, stimmt. Das ist gar keine Mission von Yusuf, sondern wir kriegen einfach nur sein Auto geschenkt. Stimmt. Deswegen heißt auch Yusuf Super Didi. Yusuf Super Drop Diamond steht dir jetzt bei Bedarf bei seinem Apartment zur Verfügung. Ja, cool, ja. Gut, das war's. Mehr kriegen wir da auch nicht. Gut, perfekt. 25 Minuten. Das heißt, im nächsten Part, das sieht mir das Finale aus. Ich werde es mal nachschauen, ob es das Finale ist. Wenn ja, dann werden wir noch die beiden Triathlons machen im nächsten Part, bevor wir zum Finale kommen. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann.